Gradierung zur Wehr setzen würde. Und Personen des Respekts behandelt man einfach nicht so. Man sagt nicht, ich gehe zum Arztling oder ich zum Chefling. Also, aber ein Wir auf Augenhöhe setzt eben auch gleiches Recht für alle voraus. Und ein geflüchteter Mensch ist bereits geflüchtet. Er ist kein Kandidat für Flucht. Er hat es schon gemacht. Und die Handlung ist in der Vergangenheit, ist vorbei und darf sie langsam und heilsam auch in die Vergangenheit rücken. Ich denke, ja, wir sollten es lassen. Wir können aber auch, um das Subjekt ernst zu nehmen, können wir Geflüchtetes sagen und irgendwann liegt es in der Vergangenheit, dann brauchen wir noch neue Worte. Oder wir führen halt doch den Ministerling, den Lehrerling oder den Richterling ein. Ich finde, wir sollten es lassen und den Lieblingen lassen wir einfach gelten. Das Ich hat noch interessante Fähigkeiten. Es kann Gerechtigkeit entwerfen. Abstrakter Begriff. Ursprünglich haben wir damit versucht zu verhindern, dass wir aufeinander einschlagen. Und wir wollten so Balance herstellen zwischen Ich, Du und Wir-Interessen. Und die letzteren sollten vorrangig gelten. Aber ich glaube, irgendwas könnte außer Kontrolle geraten sein. Sie haben das mitgekriegt in Griechenland, diese Putzfrau, die zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde, weil man in Griechenland 6 Jahre Schule braucht, um Putzfrau beim Staat zu werden. Und sie hatte nur 5. Dann hat sie die 5 in eine 6 geändert. Vor 23 Jahren war vollweise, ihr Mann drogenabhängig und arbeitsunfähig. Und sie war die Einzige, die in ihrer Familie was verdient hat und hat diese schlimme Sache gemacht und ist jetzt gerade in zweiter Instanz verurteilt worden zu 10 Jahre Haft ohne Bewährung plus 22 Jahre Geld zurückzahlen, was sie natürlich nicht kann. Und das ist so die ganze Härte des Gesetzes. Ist übrigens die Mindeststrafe in Griechenland, wenn man den Staat betrügt. Weniger geht nicht. Jetzt sind aber die Gewerkschaften auf den Plan getreten und haben gesagt, das geht so nicht. Freispruch. Und der Justizminister, der griechische, war bei ihr schon im Knast. Sie wird wohl demnächst freigelassen werden. Würde ich mich als Richter auch wieder nicht wohlfühlen. Weil es ist geltendes Recht gerade, aber ich glaube, die kürzen den Rechtsweg auch wieder ab. Gut, also wir haben Gerechtigkeit selbst erfunden. Es ist ein moralischer Grundsatz, wir haben es ganz hoch gemacht. Wir sollten aber vergessen, die Natur ist nicht gerecht. Das haben wir erfunden, das ist eine gute Erfindung, aber wir haben es erfunden. Und das Recht, auch das neigt dazu, die drinnen sind, in der Gemeinschaft, immer vorrangig zu sehen, sie zu bevorzugen. Menschenrechte sind leider Minimalrechte. Und sie werden auch nicht überall eingehalten. Und ich muss das Recht haben auch noch erwähnen. Das Recht haben ist auch eine Erfindung des Ich, das Recht haben wollen. Und es ist eine Erfindung des durch die Perspektive der eigenen Wahrnehmung eingeengten Ich, dessen Welt ja stets hinter diesen Augen stattfindet. Und diese perspektivische Behinderung wahrzunehmen, ist eine Dauerherausforderung. Also das Recht haben wollen, Sie kennen diese Maslow'sche Bedürfnishierarchie, da ist das Recht haben, glaube ich, in Deutschland ganz oben. Und das ist ein Grundbedürfnis, das Recht. Es gibt sogar eine Versicherung für Rechthaber. Und dabei befriedigt das Recht haben, denken Sie mal an zu Hause in der Beziehung. Sie haben sich einmal durchgesetzt gegenüber einem Ehepartner und Sie haben Recht. Das hat er nach 3 Sekunden wieder vergessen. Und Sie haben einfach nicht Recht, weil dann wird er als nächstes Recht haben, dann haben Sie Krieg. Wenn Sie das Recht haben weglassen, passieren schönere Dinge. So, Sie kehren die Besen der Rechthaber in Deutschland und auf der Welt, Ihrer Institutionen, Ihrer Anwälte, Ihrer Versicherungen, Sie kehren in den Wohnzimmern, Sie kehren an den Stammtischen, Sie kehren in den Volksvertretungen. Und keiner kennt das Zauberwort, das die Rechthaber irgendwie stoppen könnte. Keiner kennt's. So, das Ich ist wirklich erfinderisch. Und es ist wirklich interessant, was machen diese Erfindungen mit uns, wenn sie in der Welt sind? Sie sind nicht mehr zu stoppen. Faustkeil, Kernspaltung, Speer, Waffensysteme zur Massenvernichtung, sinnvolle Regeln zur Gemeinschaft bis hin zu totalitären Systemen. Und die größte Erfindung, das Ich selber. Auch das Ich selber neigt dazu, die Welt beherrschen zu wollen und dominieren zu wollen und gerät dabei außer Rand und Band, dieses Ich. Goethes Zauberlehrling hat einen Vorteil gehabt. Er hat einen Meister gehabt und dieser Meister ist nach Haus gekommen und hat alles geregelt. Schnipp hat er das geregelt. Sind wir alle Lehrlinge, auch wenn der Begriff verboten ist und ich gesagt habe, man soll es nicht benutzen, die einfach fröhlich und meisterfrei daraufhin zaubern. Ich glaube, wir tun das. Wir zaubern meisterfrei durch die Welt, bedenken die Folgen nicht. Und wer richtet denn unser selbstverursachtes Chaos? Sehen Sie jemanden, der das richtet?
Jetzt ist das Dumme, die sich freiwillig melden, dieses Chaos zu richten, das sind oft die Falschen. Die sich ganz laut und freiwillig melden, sind die Falschen. Und das ist jetzt der Platz, dem eigentlichen Schirmherrn dieser Veranstaltung zu danken. Zwar nicht der Veranstaltung, aber des Themas. Ja? Und das ist eigentlich vor 2 Jahren, da war ich gerade in Neuseeland und da wurde der gewählt und ich habe es für eine Fake News gehalten, konnte aber nicht sein, weil die wurde ja erst später erfunden. Und der wütet seit 2 Jahren transatlantisch weit hin und er und sein Erfolg und der seiner meist despotischen Geistesgenossen in aller Welt zeigen uns gerade, wie sehr dieses rücksichtslose, laute Ich wieder in Mode gekommen ist, was ich nicht mehr für möglich gehalten hätte. Und auch in Deutschland, in Europa, haben wir pseudopolitische Marktschreier, Ego-Shooter, die alle immer lauter werden und nationalistische Töne, Alleingänge sind wieder en vogue in Europa. Die Brandstifter kommen als Volksvertreter, verkünden billige Wahrheiten und offenbar können sie es wieder wagen, ohnehin minder Privilegierte öffentlich zu diskriminieren, ihnen offen zu drohen, sie für alles Übel verantwortlich zu machen. Schluss damit. Ihre Parolen sind billig, aber nicht recht. Und sie zwingen uns zum weiteren Denken und zum Weiterdenken, ohne das Handeln zu vergessen. Jetzt sind wir bei der wichtigsten Fähigkeit des Ich und dann gucken wir danach, was es nicht so gut kann. Also was es am allerbesten kann, ist wahnsinnig werden. Das kann es richtig gut und der Lieblingswahn des Ich ist hier und heute der Größenwahn, die illusionäre Überschätzung der eigenen Wichtigkeit und Mächtigkeit der Reichweite bei Unterschätzung der Begrenzung. Eine Variante dieses Größenwahns ist übrigens der Schuldwahn. Also an allem schuld zu sein, heißt auch, ich kann alles bewirken. Der Schuldwahn ist eine gute Variante. Auch eine illusionäre Verkennung. Der Verfolgungswahn, also die Idee, Teile des Lauf der Welt richten sich auf mich. Haben Sie das bei einer Rotserie an der Ampel schon mal gehabt? Dass Sie gedacht haben, irgendjemand hat die Dinger gegen mich geschaltet? Ja, das ist Beziehungswahn und Verfolgungswahn. Also Sie denken, das steht in Bezug zu Ihnen. Das ist völliger Schwachsinn, ist nur Ihr Ich. Gut, Sendungswahn heißt die Überzeugung, ich habe einen Auftrag zur Beglückung der Menschheit. Ich erzähle es nicht lange, aber die Sentinelen, diese kleine Inselgruppe vor Indien, wo der Missionar gekommen ist und erlebt dieses Naturvolk, sie haben ihn halt umgebracht, weil sie die Bibel nicht wollten. Sie wollten sie einfach nicht haben. Gut, beim dritten Mal haben sie ihn übrigens umgebracht. 2-mal haben sie ihn weggejagt, beim dritten Mal haben sie gesagt, der geht nicht, also müssen wir ihn umbringen. Ich will nicht für diese Variante plädieren. Das sind nur einige Varianten des Wahns. Und für Wahnvorstellungen typisch ist gerade die Ich-Nähe dieser Vorstellung. Also das wahnsinnige Ich kann sich selbst offenbar nicht mehr raushalten aus den eigenen Vorstellungen. Das Ich verstrickt sich sozusagen mit seinen eigenen Vorstellungen, kommt nicht mehr raus. Das kann das Ich richtig gut. Und was macht es noch, das Ich? Das hängt damit zusammen, es spinnt einfach. Das Ich spinnt fast immer. Also es spinnt Pläne, es webt Pläne über irgendwas, über Beute, neue Autos, Schmuck, über Beziehungen, die auch manchmal mit Beute verwechselt werden, Projekte, Erfolge. Das Ich ist ein Spinnrad, ein wahres Spinnrad. Und wenn ihm der Stoff ausgeht oder das Ich den Faden verliert, dann spinnt sich einfach irgendwas zusammen, wie einst Gretchen. Es stellt den eigenen Wert in Zweifel, rechthaberisch, Verbitterung, Einsamkeit, egal. Verrückt vor Angst bläst sich das Ich panisch auf wie ein Geist in der Flasche. Es wird gewalttätig. Es spinnt sich was zusammen über den minderen Wert oder Unwert anderer Menschen und so weiter. Und schließlich schließt sich dieses Ich dann pöbelnden Wirs an, also Außengrenzen-Wirs, die laut herumschreien, schließlich in vollem Rechtsbewusstsein Krieg führen, Geist aus der Flasche. Es spinnt einfach, das Ich. Und wissen Sie, warum es das tut? Warum das Ich spinnt? Es ist ganz einfach. Es spinnt, weil es spinnen kann. Jederzeit und gerne. Gut, das war das, was das Ich so kann. Ich sollte das Ich genug würdigen. Ich denke, das habe ich jetzt hier mitgetan. Jetzt fangen wir mal an, auf die Nachteile zu gucken. Also was kann es denn schlecht? Es kann schlecht die eigene Vergänglichkeit akzeptieren. Es lenkt sich gerne davon ab. Es kann den kommenden Tod den nicht nur als eine Art Unfall sehen, sondern dass es nur zum Leben dazugehört. Das kann es schlecht. Loslassen kann es schlecht. Es kann einfach viel besser festhalten am Leben, am Ich, an dem, was der Buddhismus so sagt, an den eigenen Vorstellungen. Das kann es richtig gut. Übrigens loslassen. Also wovon lässt man los? Es gibt nur eins, wovon Sie loslassen können. Das ist das eigene Festhalten. Ja? Anhaften, sagt der Buddhismus, oder Upadana.
Und davon können Sie loslassen, von sonst nichts, nur vom eigenen Festhalten. Sie müssen einfach den Griff lockern, dann geht's. Das heißt, Sie müssen es nicht. Gut, von der Gier kann es auch schlecht loslassen. Festhalten geht automatisch, loslassen bedarf im Westen einer bewussten Handlung. Was kann es noch schlecht? Sich dem Leid stellen. Hilflosigkeit und Jämmerlichkeit akzeptieren, diese Begrenztheit, diese Reifung. Also Midlife-Crisis haben ja die Menschen meistens, wenn die Midlife schon längst rum ist. Also der ist meistens so mit 50 ja keine Midlife-Crisis mehr oder mit 60. Ja, die sollte man ja dann mit 38 vielleicht haben, aber da hat es kaum einer. Gut, was übrigens nicht heißt, dass wir vermeidbares Leid nicht vermeiden sollten, wobei interessanterweise eigenes, akzeptiertes und geteiltes Leid macht empathisch. Geteiltes, unvermeidliches Leid macht empathisch. Empathie, man sagt immer, das ist was ganz anderes als Mitleid, aber es heißt halt übersetzt aus dem Griechischen Mitleid, wörtlich. Und Empathie, Leid bringt Empathie und geteiltes Leid ist halbes Leid, während, das muss man einfach sehen. Also ja, geteilte Freude, doppelte Freude, geteiltes Leid, halbes Leid. So, macht erst die Illusion der Leidvermeidung Menschen gnadenlos, wäre auch noch eine Frage. Und man könnte sagen, die Idee, dass wir im Leben billiger oder besser davonkommen wollen als andere. Diese Black Friday-Schwachsinn. Ja, sie kaufen irgendwas billiger. Ja, und sie könnten da, sie rasen durch die Stadt und kriegen irgendwas billiger, kaufen aber fünfmal so viel, wie sie brauchen. Bleiben sie besser daheim, dann sparen sie was. Aber wenn sie da hingehen, sparen sie überhaupt nichts. Sie kommen nicht billiger davon. Ja, das wäre so die Idee. Damit wären wir bei der Gier. Bei der Gier auf der Welt. Was wir noch schlecht können, ist uns begrenzen. Mit den Ressourcen auskommen. Schlaglicht. Am 1. August 2018 waren die Ressourcen der Erde alle. Es war so früh wie noch nie. Wir waren damals 7,6 Milliarden, jetzt sind wir schon mehr. Und die Ressourcen der Erde, die die Erde produzieren kann für das Jahr, waren rum. Das heißt, die Welt braucht 2018 ca. 1,7 Erden. Und Deutschland, da sind die Ressourcen am 1. Mai alle gewesen. Wir brauchen also in Deutschland, seitdem leben wir auf Kredit, wenn die Weltbevölkerung so viel verbrauchen würde wie wir, bräuchten wir 3 Erden, um unseren Verbrauchshunger zu stillen. 3 Erden. Ist interessant, wie lange geht das gut? So, leider verbraucht das Ich nicht nur zügellos zu viele Ressourcen für Luxus und Vergnügen. Es neigt auch noch dazu, sich sehr viele Ressourcen zu reservieren. Und das halte ich für genauso großes Problem, mindestens genauso groß wie das Verbrauchen selber. Beispiele. Die liegen vor Pools von Hotels oder im Ruheraum der Sauna. Und das sind ja sehr luxuriöse Orte. Sie haben das schon mal gesehen, denke ich. Ja, und da liegen diese Handtücher. Ich habe die übrigens mal alle morgens um 7 in den Pool geschmissen. Das gab Riesenärger. Hat aber Spaß gemacht. Und wir haben dann so einen Tagesausflug gemacht mit der Familie. Und abends sind wir zurückgekommen und haben uns die Diskussion darüber angehört, haben mitgeschimpft. Also, über lange Zeiträume hinweg sind sie stumme, leere Zeugen unserer Unfähigkeit, Entspannungsbedürfnisse anderer ebenso zu achten wie unsere eigenen. Sie zeugen von Missgunst und von sozialem Versagen. Verbotsschilder nützen nichts dagegen, das Ich ist nicht so leicht zu bremsen. Und jetzt überlegen Sie sich, was Sie selber morgens um 7 machen, wenn Sie in irgendeiner Anlage sind oder wenn Sie in die Sauna gehen. Legen Sie schon mal ein Handtuch in den Ruheraum hin. Viel Spaß dabei künftig. Denken Sie an mich, Sie werden es nicht mehr schaffen, nicht dran zu denken. Gut, okay. Aber Sie können sich weiterhin, wenn Sie es möchten, ein Stück von diesem großen, hässlichen Kuchen sichern. Machen Sie es. Okay, zweites Beispiel. Warum stehen die Straßen und Katakomben Stuttgarts wie die vieler anderer Städte heute wieder besseres Wissen mit Blechkisten voll? Mit teuer gekauftem, geleastem, luxuriösem Plastik und Blech, leider immer beim Plastik. Es ist ein Reservierungsproblem. Unsere Automobile werden im Schnitt täglich 1 Stunde benutzt und sind dann mit durchschnittlich 1,4 Personen besetzt. Ihrer Tonnenschwere zum Trotz bewegen Sie meist nur einen Menschen, Sie sind Ich-Schleudern. Also wenn Sie Ihr Auto lieben, sagen Sie, guten Morgen, Ich-Schleuder. Es ist eine Ich-Schleuder, mehr ist es nicht. Leider ist es so. Tut mir leid, wenn ich Ihnen ein bisschen den Spaß verderbe, aber Ihre Rache soll sein, ich verderbe mir selber auch den Spaß damit. Gut, wären wir in der Lage, diese Kisten 4 Stunden täglich zu nutzen und dann 3 Personen zu befördern, wären rein rechnerisch 7 von 8 Autos überflüssig, selbst wenn wir den öffentlichen PNV noch nicht dazu denken. Und die insgefahren gefahrenen Kilometer würden sich halbieren, Staus würden seltener und auf
Stuttgarts oder Baden-Württembergs Straßen wäre weniger Krieg. Ich fahre auf die A8 und da ist richtig Krieg morgens. Gut, aber wir bekämen wirtschaftliche Probleme. Okay, denken Sie an unseren Wohnraum. Wie viel Prozent von unserem Wohnraum ist Stauraum für Dinge, die wir selten brauchen? Ja, da gibt es unterschiedliche Daten dazu, ziemlich viel. Okay, was frage ich? Also ich kann übrigens besser fragen als Antworten finden. Ja, auch meins kann das nur. Und ich frage jetzt, schließen sich Begnügen und Vergnügen wirklich so sehr aus, wie es aussieht? Und was ist es eigentlich genau, was uns so weit entfernt oder trennt emotional von der Lebensfreude anderer Menschen, die wir nicht persönlich kennen? Ja, weshalb sammeln wir, statt diese Sachen miteinander die Lebensfreude zu teilen, lieber unsere Wohnung überfüllende potenzielle materielle Freudespender? Wieso tun wir das? Ich weiß es nicht. Wenn es nur Gedankenlosigkeit wäre, ich glaube, dann könnten wir es vielleicht noch ändern, aber vielleicht ist es auch noch was anderes. Aber das Ich kann halt besser fragen. So, was kann das Ich noch schlechter? Schlecht. Es wird psychologisch kurz, aber nicht lang. Leistungsabhängige und leistungsunabhängige Selbstwertanteile. Unser Selbstwert braucht, glaube ich, so eine Balance. Ich bin wer, weil ich was leiste, oder ich bin wer, weil ich bin. Also wenn wir uns als Paar nur lieben würden, weil wir sind, dann würde irgendwann nichts mehr gegen leicht angedreckte Trainingsanzüge mit gelben Streifen im Partnerlook sprechen. Ja, das könnten wir dann einfach machen, müssen es auch nicht mehr so häufig waschen und müssen viele Dinge nicht mehr tun, aber ein bisschen was sollten wir auch noch tun, füreinander glänzen dürfen, das wäre ganz gut. Aber ein in sich ruhender Anteil des Selbstwertes, der ist im Westen, glaube ich, eher so ein Problem. Und in der psychotherapeutischen Praxis bearbeite ich viel das Thema leistungsunabhängigen Selbstwertanteil stärken. Wir wollen glänzen, wir suchen Erfolge, wir brauchen Siege, um uns zu beweisen, wer sind wir. Und aus Mitmenschen werden dann schnell Gegner und leicht Feinde. Beispiel Straßenverkehr, eigentlich wollen wir nur alle hinkommen, aber wir kämpfen da wie wild und zeigen anderen irgendwelche Finger und so weiter. Und dem Ich fällt es auch schwer, seinen eigenen Wert nicht so von Lob und Anerkennung abhängig zu machen. Was wir auch nicht können, ist die Natur und uns damit vor uns selber schützen. Living Planet Index des WWF 2014, eine Reduktion der Artenvielfalt um 52% zwischen 70 und 2010, also in 40 Jahren, sind 52% der Arten ausgestorben. Für die Biodiversität des Planeten in Südamerika, wichtigster Kontinent, sind 83% der Arten ausgestorben. Das ist die wichtigste Biodiversitätskontinent, 83% ausgestorben. Die Populationen dieser Arten haben sich parallel auch noch verkleinert. Also wir arbeiten dran, dass alles so um uns herum weniger wird, während wir immer mehr werden. Okay. Kriegen wir eigentlich den Weltraumschrott nochmal eingefangen, der durch die Gegend fliegt? Also kommen wir jemals, wenn wir die Erde schon verheizen, dann wäre ja gut, wir kämen irgendwann wieder raus. Wenn wir uns aber mit dem Schrott, der drumherum fliegt, so einen Knast schaffen, dann kommen wir auch nicht mehr raus. Dann ist das auch erledigt. Ja, und kriegen wir den Plastikmüll in den Meeren nochmal raus, ist auch so eine Sache. Wir nehmen ihn ja bereits auf, den Plastikmüll, in Mikropartikeln. Also wir verinnerlichen das Ding wieder, es kommt alles zurück. Ich bin Systemiker. Gut. Jetzt gibt es noch was, was wir schlecht können, und es hängt mit dem Gewissen zusammen. Also was wir auch schlecht können, ist nach dem eigenen Gewissen wirklich handeln. Das, was dem eigenen Gefühl nach richtig ist, auch wirklich zu tun. Ich kann Ihnen Immanuel Kant hierzu nicht ersparen mit dem kategorischen Imperativ. Der ist echt stressig, der kategorische Imperativ. Kant, wichtigster Philosoph der Aufklärung, hat gesagt, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Also mach alles, was du für richtig hältst, richtig. Und dann klappt die Sache. Und das ist ein Sollen, das darfst du, das musst du nicht. Aber der kategorische Imperativ ist die Grundlage für eine menschliche Moral. Im 20. Jahrhundert hat Ernst Jonas das Prinzip Verantwortung geschrieben, Antwort auf das Prinzip Hoffnung von Bloch. Und er hat gesagt, es gibt einen moralischen Imperativ. Wir können künftige Generationen nicht fragen, ob sie leben wollen. Und da wir sie nicht fragen wollen, müssen wir ihnen das Leben ermöglichen. Und die Tiere können wir auch nicht fragen und die Pflanzen, wenn man nicht fragen kann, muss man es ermöglichen. Okay, die Moral und der kategorische Imperativ und der moralische ist eine heftige Herausforderung. Und das Ich hat jetzt wieder, jetzt bin ich doch bei einer Fähigkeit des Ich.
Das Ich kann nämlich diesen kategorischen Imperativ kreativ umgehen. Wie macht es das? Jetzt sind wir beim Netzwerk Verbraucherforschung 2017, zweite Jahrestagung, und die beschäftigt sich mit den Paradoxien, Widersprüchen und Ambivalenzen des Verbraucherverhaltens bis hin zur moralischen Dimension unseres Konsumverhaltens. Und zum Beispiel mit der Frage, warum sagen Verbraucher in Befragungen, ja, wir zahlen höhere Preise für nachhaltige Produkte und sie machen es aber nicht. Also im Kaufverhalten greifen sie dann doch zum Billigsten in Mengen, aber sie sagen, ich würde mehr Geld ausgeben. Aber es kann da liegen, sie tun es trotzdem nicht. Übrigens wird dazu ein Tagungsband erscheinen am 23. Dezember im Springer Verlag. Also ist noch nicht raus, erscheint am 23.12., wenn Sie das näher interessiert. Und da wurde ein psychologisches Phänomen herangezogen, nämlich die Einstellungsverhaltenslücke oder Attitude-Behavior Gap. Und das wurde bereits 1998 von Orwell und Sheeran beschrieben. Damals ging es ums Gesundheitsverhalten. Und es gab eine Nachhaltigkeitsforscherin, Ines Weller, hat dazu ausgeführt, dass wir bei unmoralischen Kaufentscheidungen kognitive Dissonanz reduzieren. Also innere Widersprüche, innere Inkonsistenzen vermeiden, reduzieren. Und Weller hat drei kognitive Strategien beschrieben, wie wir das machen, und die sollten Sie kennen. Das erste ist die Nivellierung, um das Gewissen auszuschalten. Die teuren Sachen sind auch nicht besser. Das Bio ist auch nur ein Etikettenschwindel, es ist gar nicht Bio. Es stimmt alles gar nicht, es ist alles nur ein Schwindel. So, dann gibt es also Nivellierung, dann gibt es die relative Moralisierung. Ich kaufe zwar bei H&M, aber bei Primark würde ich nie kaufen. Das mache ich nicht. Ja, also ich gehöre unter den Schlechten noch zu den Guten. Das wäre die relative Moralisierung, ich bin relativ moralisch. Und dann gibt es, das ist der schärfste Trick, die moralische Entpflichtung. Es nützt ja nichts, wenn ich was anders mache, es ist ja eh nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also merken Sie sich Ihre Strategien, gucken Sie mal an. Sie sind jetzt da völlig frei, wie Sie es machen. Nivellierung, relative Moralisierung, moralische Entpflichtung. So, und das sind die Tricks unseres Ich, das selbst erfundene Gewissen, wieder zu umgehen. Ach, und das erinnert mich halt fatal an die Strategien und Tricks von Suchtpatienten. Ja, die sich belügen, übrigens belügen ja Suchtpatienten, bevor sie die Umwelt belügen, erstmal sich selber und dann den anderen. Und das ist kurzzeitig anscheinend hilfreich, langfristig halt tödlich. Was übrigens das Ich noch nicht kann, ist sich selbst glücklich machen. Das ohnehin flüchtige Glück, ich gehe nur kurz darauf ein, lässt sich eher in der Verbundenheit erleben als einsam. Und das Glück wird, wie ich bereits gesagt habe, geteilt, eher mehr, während das Leid halbiert sich geteilt. Und ein unbekannter Verfasser im jungen 21. Jahrhundert hat es so formuliert: Glück ist nicht im Ich zu finden, Glück findet sich im Wir. Vielleicht muss ich erst ganz verschwinden, bevor ich das kapiere. Trotz aller Fragen, vielleicht noch vorher, Erich Fromm möchte ich nicht ganz weglassen, wird heute wenig zitiert. Und er hat ja die Kunst des Liebens, hat aufgestellt die Unteilbarkeitshypothese der Liebe. Wer einen Menschen liebt, muss alle Menschen lieben. Lieben ist eine Haltung. Und er hat zum Beispiel gesagt, ein Paar, das im Individualismus zu zweit lebt, es sich gut gehen lässt, die Tür zumacht, das ist Egoismus zu zweit. Das erzeugt auf Dauer lediglich Einsamkeit zu zweit. Das hilft nicht wirklich weiter, nicht wirklich erfüllend. Und er sah zwischen dem Bi-Egoismus symbiotischer Paare, nationalistischem Multi-Egoismus und dem ausschließlich auf Menschen eingegrenzten Anthropozentrismus hat er keine grundlegenden Unterschiede gesehen und hat ein größeres, offeneres Wir gefordert. Also das irgendwie alles umfasst, auch die Natur, ist dem afrikanischen Ubuntu-Gedanken sehr ähnlich. Wer den nicht kennt, ist in weiten Teilen Afrikas, wird dieser Begriff verwendet. Man begrüßt sich mit Ubuntu. Das heißt so etwas Ähnliches wie geht's dir? Das heißt aber auch, du bist in Ordnung, ich bin in Ordnung, wir gehören alle zusammen und wo trinken wir unser Bier? Und das bezeichnet das Zusammengehören von Mensch, Tier, belebter und unbelebter Natur. Und in dieser Tradition ist Fromm auch, als er über Liebe gesprochen hat. War übrigens mein Anfang zur Psychologie. Ich habe mit 16 ein Referat darüber gehalten. Das war mein erstes Referat, das mich wirklich interessiert hatte, über die Kunst des Liebens von Erich Fromm. Und ich war im jungen Gymnasium und habe damals eröffnet mit, es geht in diesem Buch mehr um Haltungen als um Stellungen, was große Enttäuschung hervorgerufen hat.
Gut, es ist aber eins unserer wichtigsten Werkzeuge, das Ding, das Ich. Und das andere große Werkzeug scheint mir die Intelligenz, was übrigens ursprünglich Einsichtsvermögen bedeutet hat. Also Intelligentia, lateinisch auf Deutsch übersetzt Einsichtsvermögen. Ich sehe ein, dass etwas doch nicht so ist, wie ich es dachte. Mehr heißt es nicht. Einsicht in Zusammenhänge. So ist das Ich jetzt mehr? Ist es eine Weiterentwicklung zur Sprengung unserer tierischen Natur oder ist es nur ein Einsichtsvermögen? Scheint die Seele selbst hindurch? Ist es transzendent, dieses Ich? Und ist es Vorbote einer größeren Entwicklung, einer Menschwerdung, die noch gar nicht da ist? Das sind ja Zwischenwesen. Oder ist es sogar, wie Nietzsche gesagt hat, ein Weg zur Übermenschwerdung, eine Chance zur Neueroberung? Wir wissen es nicht. Also eins wissen wir, jede Eroberung, jede Erfindung hat gewaltige Nebenwirkungen, die Atombombe auch. Und das Ich ist der Atombombe irgendwie ähnlich, finde ich. Und vor allem, wenn es noch überdosiert wird, dann ist das Ich halt sehr gefährlich. Und wenn Sie jetzt nach der Logik von Bikepackzettel gehen, dann sind die Nebenwirkungen des Ich sehr häufig, weil sie treten bei mehr als 10% der Fälle auf. Also die Nebenwirkungen vom Ich sind einfach häufig und nicht selten. Gut, ist das Ich übrigens Opfer oder Täter? Natürlich ist das Ich beides, natürlich. Selbstverständlich Täter, allein schon nach Kant aufgrund unserer Doppelnatur, weil das Tier in uns muss einfach fressen. Das Tier kämpft und frisst, wir ernähren uns von anderem Leben und dieses muss sterben. Meistens wissentlich, manchmal auch absichtlich und Ich ist stets auch Täter. Und andererseits, Martin Heidegger hat formuliert, die Geworfenheit in die Welt, wir werden in die Welt geworfen, die Eltern suchen sich das Kind nicht aus, das Kind sucht sich die Eltern nicht aus, wir sind irgendwo und nennen das dann Heimat. Also, geworfen sein. Niemand fragt uns, das Ich kann nichts dafür, das Ich ist also Opfer. Doch, wir tun immer was. Wir entscheiden uns selbst. Wir entscheiden, selbst wenn wir nichts tun, haben wir das auch entschieden. Wir werden zu Tätern unseres eigenen Lebens. Ob es gute oder schlechte Taten sind, die wir machen, das ist meistens gar nicht so einfach zu entscheiden, weil die Weltkriege gehen von den Guten aus, die die Bösen besiegen müssen. Okay, wir wissen es aber dennoch und können uns auch zur Gleichgültigkeit entscheiden und töten lustig darauf hin. Also wir haben auch eine Entscheidung zum Wegschauen, die geht auch. Marcel, französisch-existenzialistischer Philosoph, hat unterschieden zwischen dem physischen Phänomen des Habens, was Erich Fromm später auch aufgegriffen hat, und dem metaphysischen Mysterium des Seins. Das sind Wesen zwischen Haben und Sein. Nahrung muss das Tier in uns haben. Das menschliche Haben-Wollen hat sich allerdings erweitert und verselbstständigt bis hin zum Wunsch zu beherrschen. So, das anfänglich natürliche Begehren, so Marcel, habe mittlerweile bei Menschen eine Art chronisches Leiden verursacht, und zwar am Nichthaben. Wir gucken auf das, was wir nicht haben, so ist das Habenwollen entstanden. Und auf der anderen Seite ist das intersubjektive Sein mit dem Wunsch nach echter Begegnung. Und das Sein, das wahre Sein nach Marcel, sich mit anderem Sein verbindend, hebt den Subjekt-Objekt-Gegensatz auf. Heidegger sagt dazu, ein Sein können, oder ein Sein im Werden. Also ein aufscheinendes Sein, damit sind wir wieder bei Bloch. Ja, die Philosophen des 20. Jahrhunderts haben sich irgendwo auch berührt in diesem Sein können, Sein im Werden, aufscheinendes Sein. Der Mensch hat eine Wahl, er hat Verantwortung für sein Handeln, auch für sein Nichthandeln. Übrigens, die schlimmsten Taten sind die, die wir vor uns selber verbergen, geleugnete Täterschaft. Ja? Ich habe längere Zeit auch mit Sexualtätern zu tun gehabt, die alle nichts gemacht haben. Das ist furchtbar, das ist eklig. Geleugnete Täterschaft, also der Reflexion unzugänglich. Also herzlich willkommen in dieser Welt, meine Damen und Herren, liebe Täterinnen und Täter. Ich begrüße Sie nochmal als Täterinnen und Täter und ich lege großen Wert auf die Geschlechtsunterscheidung. Gut, in dem Fall. Hat das Ich denn möglicherweise prinzipielle Nebenwirkungen? Geht es wirklich nur so? Kann es nur abgrenzen? Gibt es nur dieses Isolations-Wir? Oder kann es mehr, als wir glauben? Muss ich zwangsläufig die Ressourcen der Erde verschwenden? Muss ich so rücksichtslos sein oder kann ich doch lernen, mich zu begnügen? Braucht ich stets neue Bestätigungen seiner Macht und Attraktivität? Oder gelingt ihm eines Tages die seinshafte Verbindung mit Mensch, Tier, Welt und Natur? Novalis, Friedrich von Hardenberg, bedeutendster Dichter der deutschen Romantik, hat gesagt, die Verbindung Tier, Welt und Natur kämpfen ums Überleben, um ihr Sein. Und wird ihm dieses Wir dann ausreichen? Kann er das Haben wollen reduzieren?
keine Ahnung. Eindeutig von zwei- oder mehrdeutiger Natur, unser Ich, und von zwiegespaltenem, von zwielichtigem Wesen. Ähnlich zweischneidig wie die Intelligenz. Gibt es ein Problem? Gibt es ein Problem mit unserem Ich? Möglicherweise. Also mir scheint das Ich sehr zwischen die Fronten geraten von Sein und Haben. Und das Haben hat Teile der Welt erobert und schwächt die Ressourcen. Es ist wohl dabei, sich selbst abzuschaffen. Aber vielleicht ist das ja auch seine evolutionäre Bestimmung. Vielleicht ist das unser Auftrag. Vielleicht kennen Sie den, das ist ein uralter Witz. Zwei Planeten treffen sich im All. Der eine sagt dem anderen, du siehst schlecht aus, du hast lauter schwarze Flecken, warst du schon beim Arzt? Der andere sagt, ja, ich war beim Arzt, aber ich habe den lateinischen Namen nicht verstanden, den er gesagt hat, wie meine Krankheit heißt. Da sagt er, heißt es Homo sapiens? Ja, genau, das hat er gesagt. Mach dir keine Sorgen, es geht von allein weg. Das ist vielleicht einfach unser Job. Irgendwann sterben wir übrigens ohnehin, aber wollen wir es wirklich beschleunigen? Ja, und welcher Behandlungsansatz für das Evolutionsprojekt Mensch ist eigentlich noch angemessen oder Menschheit? Bewegen wir uns, das scheint mir die zentrale Frage, noch im kurativen oder schon im palliativen Bereich, wenn es um den Menschen geht? Möglicherweise palliativ. Ne? So, jetzt komme ich so langsam zum Schluss. Gibt es denn auch vielleicht Lösungen? Ich glaube, es gibt im Wesentlichen drei Lösungen, für, wenn es dieses Problem überhaupt gibt. Und das eine wäre, wir machen tatsächlich weiter wie bisher. Wir schaffen uns sehenden Auges konsequent einfach ab. Methoden der Wahl, Vernichtungskriege haben sich sehr bewährt in der Evolutionsgeschichte. Umweltkatastrophen, also das sind sehr bewährt. In unserem Fall hausgemacht, selbst provoziert, wäre eine Möglichkeit. Also wenn wir uns palliativ sehen, dann dürfen wir weiter verschwenden. Für die Natur ist umso besser, je schneller wir uns abschaffen, dann hat sie mehr Zeit, sich zu erholen. Okay, die Säugetiere sind dann mit gleich weg. Ist halt so. Also alles um uns herum schaffen wir sowieso gerne ab. Zweite Lösung, wir überlassen uns und die Welt der künstlichen Intelligenz, die gerade im Aufschwung ist, und die haben wir gerade selbst erschaffen. Also wir überlassen einfach die Welt dieser Erfindung von uns, die über das Ich hinausgeht, eine andere Erfindung, und hoffen auf deren wahrscheinlich zumindest mal weniger von Selbstwertproblemen getriebene Vernunft. Also dass die künstliche Intelligenz vielleicht vernünftiger ist als wir, weniger gefühlsgesteuert, kühl, rationaler. Männlicher? So, doch genau diese Rationalität kriegt meiner Meinung nach die KI wahrscheinlich, irgendwann wird sie sagen, okay, das sind ja zu viele. Wir müssen ihre Zahl reduzieren, ihren Status mindern. Sie bleiben jetzt mal in ihren Wohnungen, draußen ist Smog, dann können sie nicht mehr trotzdem Auto fahren, dann ist einfach die Haustür zu. Fertig. Und der ist sowieso zu fett, also bleibt der Kühlschrank auch zu. Und morgen oder übermorgen kommt er wieder auf, der Wasserhahn geht ja. So könnte das weitergehen. Ja, gerade weil die KI emotionsloser entscheidet, können Sie sagen, die Typen da verbrauchen zu viel, die kann die Welt nicht brauchen. Und zu Ende gedacht, würde die KI uns am Ende vielleicht einfach auch abschalten. Sie wird das bestimmt schmerzlos machen und vielleicht müsste man ihr sogar recht geben, dass das eine gute Idee ist. Also das wäre die Lösung B. Vielleicht wäre das auch eine interessante Lösung. Die dritte Lösung, die mir einfällt, wir raffen uns doch auf, irgendwann alle, entwickeln uns selbst weiter, statt die Technik und die Wissenschaft weiterzuentwickeln. Wir entwickeln unsere Reflexionen weiter, unsere Moral, unsere Lebensreife, unsere Selbstbegrenzung. Wie geht das? Wie, weiß ich auch nicht. Ja, aber ich glaube, wir bräuchten dann einschließende Wirs statt ausschließende. Wir bräuchten andere Wirklichkeiten, und zwar inklusive Wirs statt exklusive Wirs. Das ist ein anderer Begriff der Inklusion gerade. Das wäre, ich kann das übrigens einfach so sagen, wir brauchen einfach mehr inklusive Wirs. Das haben wir nie gekonnt, das haben wir nie gemacht. Es gibt Einzelbeispiele, viele schöne Einzelbeispiele, aber insgesamt haben wir es nicht gekonnt. Und das wäre ein gigantischer evolutionärer Schritt, meines Erachtens genauso bahnbrechend wie der Übergang vom Tier zum Menschen, der ja teilweise vollzogen ist. Der Schritt ist genauso groß wie der Schritt von diesem Ich zum Wir, zu diesem einschließenden Wir. In der Biologie heißt dieser Übergang übrigens TMÜ, früher Tier-Mensch-Übergangszeitalter, heute Tier-Mensch-Übergangsfeld. Und damit hat sich die Natur viel, viel Zeit gelassen und die evolutionsbiologischen Schätzungen differieren zwischen 1 Million Jahren und 20 Millionen Jahren für diese Ich-Werdung, die noch nicht fertig ist. So viel Zeit kriegen wir nicht. Also wir werden keine Millionen und auch keine 20 Millionen Jahre mehr haben. Wir haben diese Massenextinktion, das Massenaussterben. Wir haben die Explosion des Energieverbrauchs mit den Klimaeffekten. Und wir haben die Overkill-Capacity. So viel Zeit haben wir nicht. Also
müsste es uns einerseits zur Verhinderung unserer endgültigen Selbstvernichtung dann irgendwie gelingen, das massenträge Schwungrad unserer verbleibenden Zeit mal eben kurz anzuhalten, um bedrohliche, destruktive Prozesse schnell zu stoppen. Ein Schwungrad anhalten, gar nicht so einfach. Und dann wieder den Turbo anwerfen, der dieses massenträge Schwungrad wieder antreibt und einen Richtungswechsel einleiten. Entschuldigen Sie dieses Wort Richtungswechsel. Ich kann es nicht mehr hören, es ist politisch abgenutzt, aber dieser Richtungswechsel könnte unser Überleben verändern, verlängern, aber nicht auf Dauer sichern. Vergessen Sie es. So, ist das jetzt Hybris? Ist das utopisch? Hybris vielleicht. Utopisch ist es sicher. Nochmal Ernst Bloch. Utopos heißt nirgendwo. Aber in unserem typisch menschlich aufscheinenden antizipatorischen Bewusstsein nur noch nirgendwo. Und Bloch hat gesagt, wir brauchen Utopien, das ist aus der Mode gekommen, und niemals irgendwo, wenn keiner oder keine es zumindest denkt oder noch besser versucht. Eine oder einer reicht zwar nicht aus, aber wer fängt denn damit an, mit diesen Utopien? Ja? Und nie wird ein Mensch fliegen, ist ein Beispiel davon. Wir haben es physisch, technisch bereits geschafft, die Schwerkraft zu überlisten. Seelisch, geistig, moralisches Fliegen steht noch aus. Das Ich fliegt bereits und ist bereits ein Überflieger. Das Wir scheint bisher noch zu zögern. Es lebt in zu kleinen Gruppen und in zu engen Grenzen. Utopischer Entwurf. Es müsste uns gelingen, eine Art gegnerfreies Wir zu entwerfen und zu entwickeln, das sich seiner ich-artigen Nebenwirkungen gegenüber jedem Du und vor allem anderen Wirs gegenüber immer wieder neu bewusst wird. Sich insofern immer wieder selbstkritisch hinterfragt, im Hinblick auf die emotionale und rationale Überwindung der allgegenwärtigen, weil ich-bedingten Getrenntheit immer wieder schöpferisch bleibt. Die Getrenntheit des Ich wird mit uns bleiben, solange wir Menschen sind, aber immer wieder neu überwinden ohne Außengrenzen Ich. Ein ohne Einschränkungen einladendes, mehr und mehr sich ausbreitendes Wir, das in seiner höchsten evolutionären Ausbaustufe nicht nur alle bisherigen, gegenwärtigen und künftigen Menschen umfasst, sondern schließlich auch alle Tiere, Pflanzen, den Kosmos selbst. Wir bräuchten gleichzeitig abnehmende, ausgrenzende, ausschließende Wirs, beispielsweise regionale, berufliche Interessengruppen, Nationen, Parteien. Brauchen wir noch Nationalmannschaften? So eine Frage. Ja? Also abnehmende Wirs dieser Art, und diese entspringen unserer Art, unserer Angst, nicht gut genug zu sein. Und wir müssen besser sein als die anderen, um zu beweisen, dass wir nicht schlechter sind. Wir Deutschen werden ja alle depressiv, wenn wir nicht Fußball-Weltmeister werden. Gut, also, wir haben Angst, bedingungslos, einer bedingungslosen Zugehörigkeit nicht wert zu sein. Wir müssen existenzielle Ängste überwinden, zumindest mal sehen. Und diese existenziellen Ängste entspringen einer unguten Interaktion zwischen tierischer Überlebensnatur einerseits und dem seelisch-geistigen Getrenntheitserleben andererseits. Und genau diese Ängste treiben uns ins Verderben möglicherweise. So, das ist ein notwendiger, aus meiner Sicht notwendiger, weil notwendender, moralisch-geistiger Hypersprung, der möglicherweise unsere evolutionäre Ausmusterung vielleicht verhindern helfen kann und uns einen weiteren zeitlichen Entwicklungsspielraum über das dritte Jahrtausend nach Christus hinaus verschaffen könnte. Weil nämlich ein viertes Jahrtausend, und das ist das Thema dieses Kongresses, auf den ich hinführen wollte, ein viertes Jahrtausend gibt es nur dann, wenn bis dahin noch irgendjemand überhaupt nur bis vier zählen kann. Wenn nämlich niemand mehr bis vier zählen kann, dann ist es nicht mehr das vierte Jahrtausend. Die Erde existiert noch, aber so. Wir gucken es uns vielleicht irgendwie an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus